Hallo Leute, ich bin der Dominik und ich begrüße euch zu einer neuen Folge der Valencia-Karriere. Ja Leute, wir sind jetzt hier bei der Saisonvorbereitung gegen Union Berlin, Brentford und auch gegen Atalanta Bergamo geht's hier los. Dann geht die Liga los gegen Sevilla, Udi Las Palmas und Osasuna. Mal schauen, weit wir da überall kommen. Wir haben jetzt noch 60 Millionen Transferbudget. Aber das zeige ich euch mal ganz kurz. Wir haben noch einige Spiele hier, wo wir verleihen wollen, verkaufen wollen. Und ja, mal schauen, was am Ende dann noch denn, an Geld ankommt. Wir brauchen auf jeden Fall zwei Flügelspieler. Ein Sechser brauchen wir. Eventuell noch einen Innenverteidiger, Rechtsverteidiger. Müssen wir schauen. Ich werde mal ein paar Spiele auf die Liste stellen und dann mal gucken. Hier gegen Union Berlin starten wir rein in die Schnellsimulation. Können wir hier gewinnen? Wir gewinnen mit 2:1. Kyoko trifft bei Union Berlin. Bei uns hier Remchuk und Fran Perez. Nächstes Spiel gegen Brentford. Wir sind momentan auf Platz 3, weil die ersten beiden auch gewonnen haben. Starten wir auch hier rein in die Schnellsimulation wieder mit dem gleichen Team und wir gewinnen mit 2:1. Schade, Kevin, schade, denn man ja aus der Bundesliga kennt. Trifft bei Brentford. Bei uns Gaia und Hugo Duro. Wir sind jetzt beim Spiel gegen Bergamo Calcio. Haben genauso viele Punkte wie Sassuolo. Da müssen wir hoffen, wenn wir gewinnen, dass die verlieren, weil sonst schaffen wir es nicht, hier die maximale oder das maximale Preisgeld zu holen. Wir gewinnen mit 2:1. Lookman, Driffer Bergamo Calcio, bei uns Carlos und Fran Perez. Wir sehen zum einen Castillejo geht nochmal zu West Ham, 9,2 Millionen. Iranzo wird zu Courtright ausgeliehen. Verkauft. Vasquez wird ausgeliehen zu Benfica Lissabon. Wir haben zweimonatige Scouting-Updates. Hier ist erstmal nur eins. Ralf Peters. Oh mein Gott, das ist ein richtig gutes Talent. Sven de Löw, den können wir auch nochmal mitnehmen. Haben wir sonst noch was Gutes dabei? Jesse Martins, der ist auch richtig gut. Dann haben wir nochmal einen hier aus... Müssen wir nochmal Jugendstab gehen? Genau, da ist nochmal der Spanier. Da müssen wir auch nochmal ganz kurz reinschauen. Die Nachricht habe ich außerdem gelöscht. Augustin Costa, also hier finden wir Talente viel mehr, besser als in der Dortmund-Karriere. Dann gucken wir mal direkt drauf auf den Jugendstab, wie so die Talente hier sind. Denn der Ralf Peters ist ein Torhüter. Dann haben wir hier den Costa. Okay, ja, gar nicht so schlecht Talente. Gut, ich habe sie ein bisschen besser erwartet. Transferzentrale, Leute. Hier habe ich jetzt ein paar Spieler für Rechtsverteidiger, für Innenverteidiger, für die 6 und auch für den Flügel. Da suche ich mir jetzt mal von jeder Position ein, zwei Spieler raus und dann zeige ich euch später, welche ich verpflichten werde. Ich habe jetzt die 4 Spieler. Ich glaube, dann war es es auch wieder. Einmal Ander Barrenechea von Real Sociedad, 12,9 Millionen. Guido Rodriguez, Vertrag läuft aus, 29 Millionen. Andoni Gorosabel, Vertrag läuft aus, 6,5 Millionen. Und Pablo Maffeo für 18,5 Millionen Euro. Mit Traoré und Rodriguez hat es nicht geklappt. Rodriguez habe ich zu wenig Geld geboten. Traoré, die sind bei 15 Millionen direkt rausgerannt. Deswegen haben wir jetzt hier Pablo Maffeo, Gorosabel und Barrenechea geholt. Und ich werde noch einen Spieler holen, und zwar Koke von Atletico Madrid für 25 Millionen Euro. Und damit haben wir Koke, 60.000 Gehalt. Der ist, glaube ich, jetzt absoluter Topverdiener in unserem Team. Wir können mal ganz kurz reinschauen bei den Finanzen hier. Gehalt, ja genau, 14.000 vor José Gaya. Dann schauen wir nochmal ganz kurz auf das Team, wie wir das jetzt aufstellen werden. Und zwar für Gin Lamon kommt einmal Koke rein. Oder Koke kommt rein für Gin Lamon. Pablo Maffeo rechts. Gorosabel werde ich dann nochmal links packen. Den werde ich dann noch umformen. Dann haben wir noch Barrenechea. Fran Perez ist 20. Lopez ist 21. Ich packe mal für Lopez rein. Gorosabel darf dann auch mit auf die Bank. Genauso wie Correa. Gin Lamon geht mit auf die Bank. Carlos geht da nochmal raus für Lopez. Und ja, dann sieht das Team richtig gut aus, Leute. Hier, wir können Lopez als Rechtsflügel machen. Wobei, nee, der ist ja älter. Also lasse ich lieber Fran Perez spielen, damit er sich da auf jeden Fall gut entwickeln kann. Sind jetzt beim Spiel gegen Sevilla. Wir gucken mal ganz kurz rein, ob schon was gespielt wurde in der Liga. Nein, ja, doch ein Spiel wurde gespielt, glaube ich. Rayo Vallecano hat gewonnen. Wir gehen hier rein gegen Sevilla. Wir werden die Höhepunkte natürlich spielen. Ich denke mal, die Höhepunkte sind genauso wie im letzten Spiel. Wo ist denn das? Die Höhepunkte spielen nur Angriffe? Nein, wir werden alle Höhepunkte spielen. Weite Flanke vom FC Valencia. Oh, ist der in die Richtung ganz alleine? Ah, ne, die Flanke geht in die Richtung. Okay, können wir da uns vielleicht behaupten? Ne, können wir uns gar nicht behaupten. Das war jetzt nicht gut gemacht und die Szene bricht auch gar nicht ab. Das verstehe ich nicht. Normalerweise müsste die doch abbrechen.
Aber das macht sie nicht. Hoffentlich kriegen wir jetzt nicht das Tor. Aber wir kommen wie in der Dortmund-Karriere nicht an diesen Ball ran. Beziehungsweise wenn wir den Ball haben oder ihn weghauen, dann kriegt der Gegner ihn direkt wieder. Jetzt haben wir ihn mit André Almeida. Können wir jetzt nochmal den Konter fahren? Ja, das können wir anscheinend. Ja, dann machen wir das doch mal hier mit Hugo Duro. Aber jetzt soll doch mal die Szene abbrechen. Ja, endlich mal. Konter durch FC Valencia, 16. Spielminute mit Koke, da läuft hoffentlich, was machst du da Koke? Okay, Hugo Duro hat den Ball, alles gut, aber jetzt nicht verlieren, da unten runter zu José Gaya, aber jetzt verlieren wir den Ball, Mann, das war nicht gut gemacht. Alleingang vom FC Sevilla in der 39. Spielminute mit Rafa Mir. Da müssen wir mit Pablo Maffeo noch hinterherkommen. Da kommen wir aber nicht hinterher. Mamardashvili, bitte. Mamardashvili hebt den Ball nicht. Und damit liegen wir in der 39. Spielminute mit 1-0 zurück. Ja, Mamardashvili in echt ist richtig gut, aber hier hat er nicht gehalten. Jetzt gibt es schon wieder eine weite Flanke für FC Sevilla. In der 45. Spielminute. Also, ja, die können mit dem Halbzeitpfiff nochmal ein Tor machen. Und mich hätte das jetzt nicht gewundert, hätte er den reingemacht. Konter durch Valencia, 77. Spielminute. Vielleicht können wir jetzt hier mal einen gescheiten Konter machen. Mit Pepelu müssen wir jetzt hier runterspielen zu Fran Perez. Und der kann durchlaufen, ne? Ja, er ist nicht so der Schnellste. Was machst du da? Hallo, du sollst durchlaufen, ne? Also was die Spieler machen, verstehe ich nicht. Und dann verlieren wir mit 1-0. Nächstes Spiel gegen OD Las Palmas, diesen letzter. Hier gehen wir natürlich in die Schnellsimulation rein. Ja, mit dem Team kommen irgendwie jetzt mal einen Sieg holen. Wir gewinnen mit 2-0. Koke, Hugo Duro treffen. Nächstes Spiel gegen Osasuna. Jetzt mit einem Sieg haben wir uns ein bisschen mehr gefestigt. Im Mittelfeld starten wir auch hier rein in die Schnellsimulation. Spielen nur 2-2. Ibanez und Juan Cruz treffen bei Osasuna. Bei uns Pepele und Hugo Duro. Wir haben nochmal 2-monatige Scouting-Updates hier zum Schluss dieser Folge. Fernando Sanchez aus Spanien, ein richtig gutes Talent. Haben wir vielleicht noch hier ein Talent dabei? Wenn nicht, dann wäre es schön. Nee, der hat nicht ein gutes Potenzial. Wäre schön, wenn wir hier bei den Holländern nochmal einen bekommen würden. Aber sieht schlecht aus. Brian Willems, ja, okay, den nehme ich einfach mal mit. Aber ansonsten, Laurin Peters wäre jünger gewesen, hätte ich ihn mitgenommen. Wir können nochmal ganz kurz auf den Jugendstab schauen, wo denn dieser neue Spieler ist. Die neuen zwei vor allem hier, Brian Willems, okay. Die können wir dann wieder zum Flügel umformen, weil ich halt eben Flügelspieler habe. Fernando Sanchez ist ein ZM-Spieler, können wir erst nochmal lassen. Wenn wir ihn dann vielleicht in die Jugendschule oder in das Profiteam übernehmen, dann können wir nochmal schauen wegen seiner Position. Und ja, Leute, gegen Alaves mache ich jetzt erstmal Schluss. Das war's von dieser Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr ein Abo da lassen, die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Das war's, Jungs. Haut rein, bis dann und tschüss.